Alexa, what's my daily briefing? Here's your flash briefing. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is the day. Guten Morgen. Es ist Freitag und ich mache seit langem wieder einmal einen regulären Vlog. Ich werde euch erzählen, was die letzten paar Wochen gelaufen ist, wo ich kein Video gemacht habe. Unter anderem hatte ich eine ganz hartnäckige Sommergrippe. Aber jetzt zuerst bin ich unterwegs zum Urs, ein alter Arbeitskollege von mir. Er und Angie sind so nett und lehnen uns ihre Elektrovelos aus fürs Wochenende. Und die gehe ich jetzt abholen. Schöne Velo. Danke, Jungs. Bitte. Viel Spaß. Mega coole Velos. Gefallen mir. So, jetzt geht's ab nach Basel. Da treffe ich den Mathis zum Mittagessen. Den Mathis kennt ihr auch aus älteren Vlogs, die ich gemacht habe. Meine gute Drohnenflug. Aber wir können ihn nicht zeigen. Aber er ist jetzt nicht mehr in Kuala Lumpur, sondern ist wieder in die gute Schweiz zurückgekommen. Und ich freue mich, ihn endlich wieder mal zu sehen. Ich bin wie immer sehr knapp dran. Neuigkeiten von meiner Seite. Neue Brille. Aber das ist eher der unwichtige Teil. Wichtiger ist, weil das interessiert sich auch der eine oder andere von euch, der gerne meine Virtual Reality Videos geschaut hat, ich bin nicht mehr bei Kensan. Wenn ihr ein Jahr zurückdenkt, habe ich Folgendes gesagt. Zu lernen, was erst für eine Kultur in der Firma, wie ticken die Leute, funktioniert das zusammen? Die Firma hat ja schon Kensan 10 Jahre bestanden. Und wenn man als Geschäftsführer von extern reinkommt, dann ist das eigentlich etwas vom Wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste. Ich habe in diesem Kanal vor allem die positive Seite gezeigt, aber es war nicht immer einfach gewesen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn wir uns trennen. Und das war auch mal ein Video wert, so aus meinen Erfahrungen in ein Startup reinkommen, das schon länger unterwegs ist. Was könnt ihr beachten? Was ist wichtig, dass ihr es vielleicht einfacher habt als ich? Jetzt zu einem anderen Thema. Wie geht es mit diesem Kanal weiter? Es wird zwei Sachen geben. Es wird ein Rebranding geben. Ich werde den Kanal umbenennen auf meinen Namen mit dem Zusatz Tech, Gadgets und Reviews. Und er wird das Redesign erfahren. Das macht gerade Florian von Storyflow. Ich tue seinen Kanal und seine Webseite in der Beschreibung verlinken. Das heisst, ich werde mich weniger auf Vlogs, sondern mehr auf Gadgets fokussieren. Das Video, das ich heute aufgeladen habe, ist so eine erste Kostprobe dazu. Ich bin momentan ein bisschen am Experimentieren. Und es werden noch einige Videos kommen. Langzeittest von der Apple Watch, von den AirPods. Dann ein weiteres elektrisches Skateboard, Slowboard, das von Schweizer entwickelt worden ist. Das sollte aktuell unterwegs zu mir sein. Und dann habe ich noch ein Video Storyboard gegen Boosted Board vor. Ich mache das jetzt schon seit über einem Jahr und ich rede immer noch sehr, sehr leislich im Zug. Das ist wirklich lustig, wie meine Stimme automatisch runter geht, sobald Leute hinten und Leute vor mir sind.
ausgezeichnet. Wunderschönes Land, gutes Wetter, tolle Firma, gute Leute. Schön, wieder da zu sein. Wieder retour im Zug. Und ich habe meinen ersten Boosterboard-Unfall gehabt. Grüezi miteinander. Der letzte Unfall, den ich hatte, wo ich die Narbe davor gedreht habe, war auf dem Storyboard. Jetzt erst mal Boosterboard, aber sehr ähnlich basiert. Das Rändchen war einfach zu hoch. Ich hatte Glück, dass ich den Helm hatte. Das hat das Größte verhindert. Ich bin nämlich frontal aufs Gesicht gefallen. Ihr seht das hier bei der Brille. Die ist verkratzt. Und ein bisschen Kratzer hier. Dann habe ich eine Schürfung auf dem Bein, eine Schürfung an der Achsel. Und that's it. Richtig, richtig Glück gehabt. Das Rändchen hat einfach einen Zentimeter tiefer müssen sein. Wäre alles kein Problem gewesen. Das ist ein richtig alter Zug. Da kann man noch die Fenster runter machen. Wie cool ist das denn? So, der ein oder andere von euch wird sich wahrscheinlich auch fragen, was kommt jetzt nach der Kensan? Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt ein Jahr extrem hart geschafft und mache jetzt das erste Mal Ferien und dann schauen wir weiter. Mama mia, ich habe viel mehr Weh gemacht, als ich gedacht habe. Ursprünglich. Vor allem der Finger hier. Ich habe dummerweise genau auf diesen 300, 400 Meter, wo ich gefahren bin, meine Schoner, die ich normal immer anhabe, nicht angezogen, was ein bisschen dämlich ist. Wenn ihr so fahrt, immer Helm tragen und Schoner, so Schoner, dann wäre viel weniger passiert. Fabian, wenn du zuschaust, kauf dir endlich einen Helm. So, jetzt muss ich vorbereiten, wenn Gäste heute oben kommen. Damit wir uns richtig verstehen, das hat natürlich Natascha gemacht, nicht ich. Jetzt gibt es eine kleine Überraschung. Der Mathis kommt spontan hier an fürs Obenessen, weil er kennt Tina und Manuel. Tina und Manuel wissen aber nichts davon. Hey Ronny! Hallo Mathis! Schon wieder da? Schon wieder. Tina und Manuel wissen nichts. Die sind jetzt auch gerade unterwegs. Sind sie schon dort? Nein. Wir müssen irgendwie den heutigen Vlog noch beenden. Wenn ich jetzt ein Glas hätte, würde ich Cheers sagen. Cheers! Zum Wohl! Ich mache mal einen Dance on the Flex. Ja, aber. Alle! Nicht schlecht. Also, ihr wisst wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeige ich das mit einem Like. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.